So, jetzt aber schnell hier, pass auf, was mache ich jetzt? Ich mach. Ui. Scheiße. Hey, da ist eine, Sander ist es, Sander ist es! Sander so. Ist es! Er ja. Schreit, er killt mich! Willkommen, lieben Youngers, zu einer neuen Folge Minecraft Hero Endspurt. Drei Leute sind am Server, what the fuck? Oh mein Gott, ihr fragt euch, warum Endspurt? Ja? Endspurt, weil erstmal nachgucken. Gomma. Und Shovel und Zander, aber vor dem muss man keine Angst haben. Was ein Fisch ist das? Wieso macht Zander denn schon wieder? Gestern auch noch unterwegs, das weiß ich ja. Der war länger da als ich, weil ich muss ja noch gehen, um hier aufzunehmen. Denn wieso Endspurt? Weil ich heute nachher mit der Bahn fahre nach Hause endlich und alles fertig produziert habe, bis auf zwei Folgen Minecraft, die ich noch aufnehmen muss. Und das mache ich jetzt. Oh yeah. Und was denn mit Gombe? Dann kann ich ihn ja vielleicht anrufen, wenn ich in Skype bin. Das wäre... Oh ja, das wäre schön. Dann könnten wir miteinander reden und Spaß haben. Wobei ich Gomme eh nicht sehe. Gomme, komm mal, Skype-Fragezeichen. So, hier mein schöner Wild King Junge Dena Block. Der ist echt wundervoll. Bin ich immer noch richtig stolz drauf. Ich dachte, was ich in dieser Folge mache, ist eigentlich ein bisschen talken, ein bisschen reden über 2013. Was soll ich eigentlich mit Concrafter machen? Aber habe ich schon gelassen. Und in der Zeit wollte ich ein bisschen was am Haus weitermachen. Erstmal hier ein bisschen was einsortieren. Die Stars, ihr wisst Bescheid, Lan. Und jetzt, wo halt der Gomme hier anscheinend auf dem Server ist, mal gucken. So. Gomme, wow, wow, wow. Er sagt einfach mal, er ist offline. Ich rufe ihn jetzt trotzdem an. Man kann ihn anrufen, wenn jemand offline ist. Was auch sehr merkwürdig ist. Okay. Boah, das düte da im Hintergrund. Schrecklich. Ich sterbe, wenn ich das höre. Hallöchen. Oh, Dena. Deine Stimme, auch wundervoll. Oh, Dena, Alter, ich wäre hier beinahe gerade gestorben. Ich hatte ein halbes Leben nur noch. Mann. Wieso das denn? War so knapp. Was machst du denn für verrückte Sachen, Gomme? Ja, ich war hier gerade, ich bin immer noch auf einer Dungeon-Tour und... Ja. Boah, ich brauche Electric Essenzen. Deswegen mache ich das alles. Ich habe dir einen Stab geschenkt. Du, echt? Ja! Nein! Oh, doch. Geil! Oh, Dena, bester Haus? Mann hier. Leute, bester Mann oder was? Das ist der Dena. Es sei denn, ich habe dich vergessen, aber eigentlich habe ich dir einen geschenkt. Ich glaube schon, wo ist dein Haus nochmal? Ich wurde vergessen. Dein Haus ist doch das so weit weg, oder? So ein Sandhaus. Richtig. In so einem Berg drin. Habe genau, ich eine Kiste reingestellt. Aber ich habe draufgeschrieben, erst Weihnachten öffnen. Und wir nehmen es heute am 22. auf. Da darfst du es ja noch nicht machen, ne? Da darf ich noch nicht reingucken dann. Nee. Oh. Aber ich habe auch jetzt schon ein paar Essenzen hier. Das finde ich auch richtig cool von dir. Ja, bitte. Der Weihnachtsmann Dena. Ja. Meine Güte. Ich muss noch zwei Folgen aufnehmen und dann gehe ich, dann fahre ich nach Hause zu meiner zu meiner Familie. Und pure Romantik. Genau, und jetzt überlege ich, was ich mache. Ich wollte eigentlich kurz was sortieren bei mir und ein bisschen am Haus weiterbauen, weil es muss ja schön werden. Was empfiehlst du mir denn da? Dein Haus ist ja eigentlich jetzt so ganz nett in die Umgebung integriert, ne? Da kann man nicht meckern. Richtig. Aber wenn ich bei mir so was gucke, ich dir empfehle, ja. Boah, das ist eine gute Frage, weißt du, du hast ja so einen Berg, mega, da würde ich hässliches auf jeden Fall viel mit Stein arbeiten, ne? du meinst mit normalen Stein oder mit Cobblestone? Weil in der Stadt ist ja überall vielleicht Cobblestone. Du kennst doch bestimmt solche Mega-Burgen, diese Dungeon-Burgen, oder? Mhm, na klar. Ich weiß, wie heißt das Stein? Diese Stonebricks, die finde ich immer recht schön. Die würden die bestimmt normalen Vanilla-Stonebricks? Ja, die finde ich eigentlich relativ schön. Sind die aus gebrannten Steinen und dann zusammengecraftet? Oder fragst du mich was? Ich glaube schon, aber ich finde die recht schön. Mitbringen kann ich dir nur 15 Stück, aber 48 habe ich gerade in einer Kiste gefunden. Aber ja, die finde ich relativ schön, oder? Aber was meinst du? Ich finde es jetzt auch ganz nett eigentlich. Aber ich wollte mich eigentlich halt dem Baustil in der Stadt so anpassen. Und dann dachte ich mir so, ja... Und noch ein bisschen Holz vielleicht dann, dieses Redwood. Ja, das benutze ich ja die ganze Zeit. Ich glaube, mein Berg ist einfach so an sich so hässlich, weißt du? Naja, da kann man, finde ich, schon viel draus machen, wenn du mal überlegst. Ich habe jetzt mal diese Stone Bricks hier kurz an so eine kleine Wand rangesetzt, aber... Ja, es ist jetzt in Ordnung, aber es sieht halt von dann gar nicht mehr einheitlich mit der Stadt aus so. Es sieht dann eher aus wie so eine kleine Burg. Ich glaube, da war Cobblestone schon geiler. Aber ist doch auch voll geil, eine Burg, einfach mal. Das ist doch cool. Stimmt auch wieder, ne? Hast natürlich recht. Das hat was. Ich meine, Kim Jong-Gedena braucht doch eine Burg, dachte ich. Ich weiß aber, was für ein Block. Ich muss die Loks benutzen. Sind die Loks auch aus Redwood? Die Baumstämme? Die sind, ja, die musst du halt umwandeln. Wie wenn du meinetwegen eine normale Baumstämme hast. Ja, ich weiß, aber ich hab die bisher gar nicht benutzt. Die werde ich jetzt mal benutzen, aber ich habe gar keine, glaube ich. Jetzt muss ich mal... Wo finde ich denn welche? Im Wald. Okay, nee, schau ich mal danach. Yes! Ich habe eine Truhe gefunden.
3 Electric Essenzen, 1 Electric Stuff, geil. Ja, und Gott, sehr gut. Schön viele Diamanten. Hammergeil. So, dann komme ich auch gleich wieder in die Stadt und schau mir das mal bei dir an, was du da gerade baust. So ein paar Tipps geben. Genau. Was ich da so mache. Obwohl, ich glaube, wenn du auf mich hörst, ich bin nicht wirklich der schönste Architekt, beziehungsweise der am schönsten baut, eher so rum. Also, mein Sandhaus, da habe ich schon lange dran gearbeitet. Ja, aber immer noch besser als bei mir. So, in unserer Stadt sind hier komische Kreaturen nachts. Und gerade eben habe ich einen Lizard gesehen, aber er ist jetzt weg. Der war genau hier. Ein Lizard? Ja. Oha, oha. Alles ist besser. Alles ist besser. Ja, Lizard treibt sich rum hier. Als Revi zu So. Wo ist denn der Wald hier? Verdammt. Soll ich mal einen Enderman töten? Der das Wald, habe ich früher nie geschafft. Ich komme jetzt einfach vorbei. So. Ich schieße mich immer selbst ab in meinem Scheiß-Pfeil. Ah. Sehr gut. So. Ich treffe nie den Scheiß-Enderman. Ich treffe ihn einfach nicht. Der greift mich auch nicht an, aber ich treffe ihn nie. Oh, jetzt kommt er! Oh mein Gott. Jawohl, ich bin wieder in der Stadt. Ah, hilf mir! Ah. Warte, ich bin gleich da. Alter, ich werde ja auch schon attackiert. Meine Rüstung ist nicht komplett heil, also ich möchte nicht sterben heute. Man kann den Enderman gar nicht mit den scheiß Pfeilen treffen, weil er sich immer wegportet. Pussy! So, ach, da vorne bist du, den. Oh ja, ich sehe das. Alter Walter, was geht mit dem Enderman ab? Hier ist ja richtig das Schlachtfeld bei dir. Boah. Alles was? Brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. So, da vorne, oh, da vorne stehen wir die ganzen Boss-Skelette. Ach, das sind die gute? Oh Gott, dann schieß ich nicht auf die. Ja, du hast schon wieder Schaden bekommen durch die, ne? Du hast die abgeschossen, hast Schaden bekommen. Ja. Das sind die schlimmsten von denen. Man bemerkt, dass es immer viel zu spät ist, dass man Leben verliert. Richtig. Und die sind ja nicht mal gut, die treffen einen dann nicht mal, aber trotzdem bekommt man miesen Schaden. Wow. Alter. Nicht, dass er jetzt noch einen Blitz macht oder so. Weißt du, wie die Falle da oben funktioniert? Welche? Ja, so ein bisschen. Ich war da mal drin und hab da, glaube ich, so eine Reaktion ausgelöst, dass die ja überall Skelette halt herumstanden. Ja, doch, das habe ich auch zweimal gemacht. Ich glaube sogar drei. Nee, zweimal. Einmal musste ich unter den Folgen leiden und zweimal habe ich selbst gemacht. Ja, und da gab es ja unter anderem manche von den Skeletten, die da rauskamen, die waren einfach unbesiegbar, fand ich. Die konnte man einfach gar nicht besiegen. Ja, ich weiß auch nicht, wie wurden die denn dann. Oh, da unten! Der ist der Beste, der eingesperrt, der richtig fette. Ja? Ja, Ultra Twin Life Soul Shards Spawn Skeletten. Ja, sicherlich! Geh mal rauf da! Ja, komm hier um die Ecke, guck dir das an, das geht nicht. Wir jetzt leider schon wieder in Wobei, Ecke, der kann hier rauskommen eigentlich, der kann hier rauskommen. Wenn der rauskommt, sind wir alle tot, glaube ich. Wenn der rauskommt, sind wir alle tot. Das kann sehr gut sein. Guck ihn dir an, der ist mega krass. Obwohl, man kann den mit irgendwelchen Maschinen, glaube ich, einfangen. Aber guck es dir mal an, weil der ist so über... Wow, was tue ich hier? Ah. Ich bin gerade wieder bei mir zu Hause. Ich komme gleich vorbei. Ich brauche erstmal schnell eine Rüstung. Oh, frohe Weihnacht, Gomme. Frohes Dena. Ja, Dena. Das ist von mir. Das ist aber nett von dir. Bitte. Aber ich darf ja noch nicht reingucken. Ich habe noch nicht reingeguckt. Okay. Weil ich weiß ja eh schon. Ich habe doch noch nicht gesagt, was drin ist. Ja, ja. So. Da. Das Skelett hat ein Soul Tether Schwert gedroppt. Das macht keinen Sinn, weil, weißt du, er müsste es ja eigentlich behalten, wenn es Soul Tether hat, wenn er stirbt. Normalerweise schon. Opfer. mal sehen, ob das hier Redwood ist. Zack. So, was mache ich jetzt erstmal? Ich mache jetzt eine Menge Zauberstäbe, glaube ich. Ja, das mache ich. Ja, das ist ein guter Plan. Boah, Redwood ist ja mega easy, ganz locker easy zu farmen. Ja, aber die Baumstämme, ne, die platziert man immer so ultra kacke, weil die immer in eine andere Richtung gucken, als man es gerne haben möchte. Aber richtig farmen komisch. Kann man sie mega leicht, weil sie halt einfach runterfallen. Ja, das ist geil. Also richtig Holz allgemein kann man farmen, aber diese Bäume sind halt riesig. Riesig sind die. So, was mache ich jetzt? Ach ja. Was ist das für ein Holz? Das ist auch das Richtige. Hm? So. Irgendjemand hat den Baum kaputt gemacht, jetzt fällt er nicht runter. Welcher Baum? Ja, hier ist so ein Baum im Wald auf jeden Fall. Normalerweise fallen die doch alle komplett runter. Dann gab es auch in dem Wald, ich glaube, du bist gerade in dem Wald, der Wald, der direkt neben deinem Haus liegt, oder? Das ist, genau. Da gab es Bäume, die sind auf dem Kopf irgendwie. Oh, mysteriös. Oh, ja. Jetzt könnte man wieder denken, der Gomme, der alte Spacken, der verarscht die gerade alle, aber nein, das ist echt. Ich komme gleich vorbei. Ja, wenn du vorbeikommst, zeige ich dir das Mega-Skelett, weil das ist überkrass.
Like, wow, like, shit, like, oh my gosh. So. So. Aber ich fühle mich so ein toll, seitdem ich wieder Electric Stuffs habe. Aber ich darf die nicht so viel benutzen eigentlich, weil so viel habe ich jetzt auch nicht, weil ich so viele verschenkt habe. Sehr nett von dir. Da hast du mal was, was dich richtig freut und dann verschenkst du das auch noch. Sehr nett. Bist du ja. Ich habe dich gesehen. Hua. Ach, bist du hier in der Nähe? Hier ist auch mein Haus. Ich sehe dich von meinem Haus. Ich beobachte alles. Ich bin im Keller. Warte, wie kannst du mich denn hier sehen? Dann sind da Gegner in der Stadt, Hilf mir! Ja! Oh, komm zu meinem Haus! Nein, das sind keine Gegner! Doch, komm zu meinem Haus! Ja, lauf erstmal weg, ich brauch schnell die andere Rüstung. Verdammt! Hilfe! Oh mein Gott! Verdammt, was machen? Oh nein, ich hab jetzt keine... Oh, Kacke! Verzieh dich aus unserer Stadt! Wer ist denn da? Zander und Koda? Ich weiß es nicht, der ist so weit weg, aber ich sehe nur, wie er da ganz schnell hin und her fliegt. Oh mein Gott! Darf der mein Haus rein? Nein, bitte nicht! Oh nein! Jetzt gar nicht gerüstet. Oh, nein, Kacke. Komm, hilf mir. Ja, ich komme sofort, natürlich. Warte, chill. Sind da echt Gegner oder sind das irgendwelche Skelette? Alter, Dena, was machst du denn? Oh mein Gott, ich habe gar nichts gemacht. Ich baue mein Haus gerade zu. Was ist mein Ninja-Decker noch? Ach, Kacke. Na, wenn die Ninja-Decker haben, was mache ich denn dann? Weiß ich nicht, Mann. Alter, ich muss auch noch schnell verzaubern. So, jetzt heißt es, ich habe die behindertste Rüstung. Mit der kann ich gar nicht umgehen. Nein, schnell mein Holz wenigstens hier aufbewahren. So, jetzt aber schnell hier, pass auf. Was mache ich jetzt? Scheiße. Hey, da ist eine. Zander ist es. Er schreit, er killt mich. Ich hab doch gesagt, komm. In deinem Haus? Nein. Kill ihn. Wo ist er denn? Ich hab doch gesagt, komm, er ist in meinem Haus. In deinem Haus? Da ist er. Warte, ich töte ihn. Kill ihn. Ich hab ihn gleich. Jawohl, der muss fast tot sein. Ich hab ihn schon ein bisschen runtergerutscht. Ich hab wohl einen Apfel gegessen. Nein, ich hab dein Bild kaputt geschlagen. Egal. Alter, der hat einen goldenen Apfel, der verliert einfach gar kein Leben. Und was kaputt schlagen darf er ja auch nicht. Nein! Alter, ich hab gar keinen goldenen Apfel, weißt du, ich bin auch so gut wie tot. Scheiße, ich hätte welche gehabt irgendwo. Boah, yo, was mach ich denn jetzt? Ach du Kacke, ich hab keine goldenen Äpfel. Ich habe alle meine Spiegel dabei, nein, wenn er die kriegt. Boah, das ist immer heilig. Ich hatte auch Spiegel dabei. Die darf er nicht bekommen. Und Dena, du bist tot. Nein, warum? Oh. Du hast... Alter. Dena, chill. Ich hab doch gesagt. Du hast Zander hinzugefügt? Ja, wenn er rangeht, keine Ahnung. Ja, wir fliegen hier gerade durch die Gegend. Ich werde verfolgt von ihm. Kacke. Ich brauch doch goldene Äpfel. Wie soll ich ihn denn töten? Ich kann ihn nur dann töten, wenn er auch gerade keine Wirkung mehr vom goldenen Apfel hat. Nur dann geht das. Mhm. Auf den Baum. Ich flieg jetzt hier auf den Baum. Oh nee, Dena, deine Sachen. Liegen da noch Sachen? Kannst du das nachgucken? Irgendwie? Ja, die liegen hier immer noch. Also, keine Ahnung, im Todeskin buggen die manchmal, sie noch da sind. Oh nee. Das ist natürlich jetzt richtig schade. Richtig kacke. Alter, da war er einfach da. Ich habe noch gesagt am Anfang meiner Folge, dass ich Zander mal nicht angreifen werde und jetzt kommt er einfach hier vorbei. Das gibt Vergeltung. Auf jeden Fall. Verfolgst du ihn noch? Nee, ich nicht. Also, er verfolgt mich nicht mehr. Ich hatte ihn noch gar nicht verfolgt. Weil wenn du in mein Haus kommst, da sind noch Sachen vielleicht. Und du kannst mich wieder... Nee, ich glaube, du weißt nicht, ob du mich wiederbeleben kannst. Ich glaube, hier ist nicht mein Grabstein gespawnt. Warte, ich schaue jetzt einfach mal bei deinem Haus nach. Auf jeden Fall sind hier noch Sachen, unter anderem Ninja-Decker und Schwert. Oh, Zander ist wieder. Ach du Kacke. Ich komme gar nicht an dein Haus ran, weil er da immer wartet. Der alte Camper. So, jetzt aber komm, runter hier. Das ist echt kacke, dass man sich niemand in seinem Haus verstecken kann. Och, Alter, jetzt hat er schon wieder einen goldenen Apfel gegessen. Die goldenen Äpfel, das sind die schlimmsten, sage ich dir. Mit denen, da kann man halt alles machen oder so, aber der verliert einfach kein Leben. Das ist mega schlimm. Naja. So, ich bin in meinem Keller. Oh Gott. Aber ich höre in deinen Keller auch reinkommen. Ja, und wenn schon. Ich brauche jetzt einen goldenen Apfel, aber ich habe, glaube ich, gar keine. Wenn ich doch... Oh nein, kann ich mir nicht... Oh. Was mache ich denn jetzt nur? Ja, ich habe hier einen normalen goldenen Apfel. Das ist natürlich nicht das Wahre, so, ne?
Oh, gleich die spawnen meine schönen Sachen alle. Ja, warte, stimmt, ich renne da jetzt hin. Schnell hin. Er hat mich gerade aus den Augen verloren. Ich hätte mir mal einen neuen Stab machen müssen. So, ich bin bei deinem Haus. Okay, im Keller runtergehen, so runtergehen. Oh, Stab, hast du was geschlagen? Ja, hier, hier. Ich habe deinen Stuff. Darf ich deinen Stuff verwenden? Aber der ist eh schon fast komplett du, kaputt. Ja, benutze, was du brauchst und tu ansonsten alles einfach in irgendeine Kiste hier. Ich wiederbelebe dich gleich, ne? Ach, geht das? Ja, ich habe deinen Grabstein, so. Oh, aber geil. Hier liegt nichts mehr, wirklich. Das ist, hat Zander, glaube ich, alles. Wahrscheinlich. Oh, oh. Oh Mann, ich hätte die Sachen in die scheiß Kiste, aber ich ging davon aus, dass er nicht in mein Haus kommt, weißt du? Ich dachte, wenn ich zu... Ja, ja, das ist mit dem Ninja, denke ich, immer nur so eine Sache. Da weiß man halt nie genau Bescheid. Ach, Mensch. Das ist doch zum Kotzen. Sag, so. wenn du mich wiederbelebt hast. Zusammen können zusammen hätten wir ihn auch geschlagen. Nee, nee, mit dem goldenen Apfel ist das gar nicht möglich. So, wo ist der Friedhof? Weißt du ungefähr, wo der Friedhof liegt? Am Fuße von meinem Haus. Zwischen Stadt und meinem Haus, glaube ich. Aber nicht überdacht irgendwie, ne? Nee. Ja, ist auch so leicht überdacht. Doch, doch, die Hälfte ist überdacht. So ein kleines Häuschen, so am Rand der Stadt. Aha. So, Friedhof, Friedhof, das gibt's doch nicht. Ich finde den Friedhof nicht. Nein! Wo ist er? Das ist doch nicht meine... Das kann doch nicht der Ernst hier der Stadt sein. Ich bin da schon ganz viel begraben. Eigentlich weiß ich das, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wo. Das ist nicht ganz so gut. Nee, das ist gar nicht gut. Scheiße, du findest ihn wirklich nicht. Das darf nicht wahr sein. Wo ist der? Ich finde ihn schon noch. Obwohl, ach, ist das der... Nee. Stimmt. Das ist kein Friedhof. Das ist so leicht überdacht. Das ist in der Nähe von der weißen Wand. Weißt du, von der weißen Wand, wo Sachen sind. Und von der Hantelbank. Bei der Hantelbank? Da war... Ach, hier. Ja. Das ist der Friedhof. Hier steht doch gar kein Grabstein. Hä? Ach, hier. Ah, ich hab ihn. Sehr gut. Warte, dein Grabstein. Ich stelle ihn hin. Ja. So, okay. Rauf kann ich? Ganz drauf. Oh, danke! Woo! Dankeschön. Oh, ich hab nicht mal meine komplette Soul-Rüstung mehr. Okay, ja. So, ich hab jetzt nur sowas Halbes darauf geschrieben. Ich brauch ganz schnell... Ah, er weiß noch nicht mal, wo ich bin. Das ist sehr gut. Oh, 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 oh. Wir töten ihn noch. Du musst ihn vielleicht auch ablenken. Das ist... Dann kriegen wir ihn. So, wo bin ich denn hier? Ach ja, hier. Hier bin ich, okay. Boah, jetzt verschreie ich mich. Verbarrikadiert, Alter. Schweres Wort, Decker. So. Okay. Ach, zum Kotzen ist das. Wo habe ich meine Essenzen jetzt reingelegt? Ach, keine Ahnung. Und der hat meinen super Bogen. Mann. Wo? Er sagt, den bekommst du wieder. Ich glaube, ich meinte sein Ninja, Digga, ist ja reingekommen. Weil ist, du aber so er meint mein bist. Ninja. Vielleicht fängt er es mir jetzt schon wieder. Warte. Du wirst nicht angegriffen, komm mal, wenn du mir meine Sachen gibst. Wirklich nicht, komm mit an. Wir bescheißen nicht. Okay. Oh, ich schaffe es auch hier. Ey, ich kann gar nichts machen. Gott, nein. Nein. Ach, du Kacke. Meine Maus klemmt irgendwie. Scheiße. Oh, oh. So, schnell noch mal hier den Zauberstab fertig gemacht. Eieieiei. Und ich habe auch die Rüstung, mit der ich gar nicht umgehen kann irgendwie. Nein. Nicht sterben. Ja, ich möchte. Oh, das ist alles so knapp hier gerade. Ich hätte OP-Äpfel, die ich dir geben könnte, glaube ich. Ja, ehrlich? Aber nee, sind nur normal. Ist nur normal und jetzt kommt ein Spaß in mein Haus. Nein, ehrlich, sind die bei dir? Ich glaube, ich hatte mein Haus nicht mal ordentlich zugebaut, deswegen konnten die durch. Scheiße. Nee, ich habe nur Flugsterbe gehört. Keine Ahnung, vielleicht hatten die nicht mehr Ninja. Die liegen ja gerade alle draußen rum. Ich dachte, ich hatte, glaube ich, welche in meinem Inventar und die sind jetzt halt logischerweise weg. Dena, ja? Wir sind in der Nähe von deinem Haus. Ich würde aufpassen oder sneaken irgendwie. Ja, ich sneake. Aber ich habe denen geschrieben, dass ich in meinem Haus bin. Ich halte mich hier einfach bereit. Ich habe nicht mal eine volle Rüstung, also ich habe eigentlich keine Chance. Meine Rüstung ist nicht mal verzaubert. Ja, meine Rüstung war auch nicht verzaubert. Vor allem nicht mit Soul Tether, das eine Stück. Oh nein, ich bin gleich tot. Nein, komm. Oh, oh, oh. Nein.
Ja, aber noch lebe ich. Die haben mich wieder aus den Augen verloren. Also das ist deren Nachteil. Die sind zu zweit, aber verlieren mich immer wieder aus dem Auge. Ich würde ja gerne helfen, aber es geht nicht, weil ich keine Rüstung habe. Ja, ich brauche halt irgendwie mal goldene Äpfel, weißt du, wenn ich dann unbesiegbar wäre dadurch, das wäre schon schön, aber... Naja, ich habe halt keine. Ich hatte früher so viele, ich habe die sogar verschenkt und jetzt fehlen die. Ja. Dann, wenn sie am nötigsten braucht, ist echt sind sie so. Einfach nicht mehr da. Ich wollte heute eigentlich gar nicht kämpfen, aber... Ich auch nicht, ich wollte eine ganz chillige Baufolge machen. Und mit Zander war ich gestern noch Schwert unterwegs und jetzt tötet er mich. Der hat mein Schwert geklaut. Nein! Mein Schwert ist komplett weg. Er ist einfach weg. Ich höre, wie die rumfliegen. Oh mein Gott. Und ich bekomme Feuerschaden. Ich habe noch 1,5 Herzen. 2 Herzen. Ist das einer oder zwei? Das sind 2. Shuffle und Zander. Okay, bei einem wäre ich mich vielleicht jetzt rausgetraut. Aber ist halt blöd ohne Rüstung. Weil wenn die Rüstung halt nicht komplett ist, dann hat man viel weniger... Halt ja, eben. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, so diese Thief-Rüstung, mit der kann ich überhaupt gar nichts. Die ist viel zu schnell, die ist nicht verzaubert und... Oh. Das heißt, wenn ich sterbe... Nee, okay, Soul-Tiefer ist drauf. Mhm. Oh nein, Mann. Wie können wir die besiegen? Left the game. Im Kampf, darf man das? Oh, wo ist Shuffle? Jetzt muss ich noch wissen, wo Shuffle ist. Ja, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Ungefähr. Ich hör, bist du gerade um mein Haus rumgeflogen? Ja, das war ich. Aber soll ich trotzdem kommen? Alter, meine Maus klemmt. Warum klemmt meine Maus? Soll ich kommen? Da ist jemand in meinem Haus, kann es sein? Das bin ich. Okay. Komm mal, soll ich runter zu dir kommen? Nee, ich komm hoch. Ich komm hoch. Okay, schnell raus. Und wo ist er? Wo bist du? Ich bin hier über dir. Hallo. Okay, schnell, lass uns gucken. Der muss ja auch irgendwo sein. Rein theoretisch schon. Oder er ist in seiner Stadt. Achso, mit die Teleporter. Schon Volk. Oh. Left the game. Ah, schade. Aber das gibt auf jeden Fall Vergeltung. Es gab auf jeden Fall doch, die haben dich besiegt einmal. Oh nein. Oh, Zander schreibt, ich bekomme mein Zeug wieder. Oh, nett. Okay, dann hat das ja auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Immerhin. Zander ist nett. Ja. Also ich auch, ich sollte jetzt auch nicht selbst wenn er mir meine Sachen nicht wiedergeben würde, also nicht ihn haten oder irgendwas, das gehört halt zum Spiel dazu, auch wenn es jetzt voll kacke für mich ist, aber das gehört ja zu, ich hätte ja auch mich in deren Stadt porten können und die killen können. Ach Manu. Mann, oh schade, das heißt auch morgen gibt es keine Folge, das heißt ich nehme auch nur eine Folge auf. Ja, und meine Folge beende ich, glaube ich, jetzt auch erstmal weiter. Ja, ich glaube, meine wird sonst auch zu lang, das ist gar nicht gut. Also meine ist schon viel zu lang. Ich habe jetzt hier irgendwie 2 Folgen draus gemacht, aber macht ja nichts. So. Ich muss halt nur noch mal überlegen, meine Rüstung ist halt ziemlich beschädigt. Panda schreibt noch, sorry, ich wollte dich nicht töten. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, mein Helm ist auch kaputt gegangen, weil... Ach, das ist ja schade. Ich muss jetzt echt schnell meine Folge beenden, bevor die jetzt zu lang wird. Ich gehe schon mal runter vom Server. Und sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die letzte vorproduzierte Folge ab... Übermorgen gibt es ja keine Folge, weil ich gestorben bin. Übermorgen gibt es dann wieder aktuelle Folgen sozusagen. Ich fahre jetzt nach Hause zu meinen Eltern über Weihnachten und bin mal froh, eine Woche lang kein richtiges YouTube machen zu müssen. Weil einfach mal eine Woche ausspannen. Vielen Dank, Komme. Dir auch frohe Weihnachten auf jeden Fall. Danke, gleichfalls. Und na gut, wann kommt denn die Folge hier raus? Da ist Weihnachten schon bald wieder vorbei, ne? Bei mir ist es nach Dann muss man bald sagen, frohes Neues wieder, oder? Dann kommst du wieder, genau. Also falls wir uns nicht mehr hören bis dahin, wie morgen ist, dann guten Rutsch natürlich auch noch. Und dir auch, Komme. Richtig, danke dir auch. Danke sehr. Jo, bitteschön. Mach's gut. Ciao. Ja, von meiner Seite sage ich auch erstmal tschüss.